Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem ganz auf Boom Video. Ich habe mir für dieses Video folgendes überlegt und zwar hier ganz rechts seht ihr die heutige Gold Quest, die ich mir ausgesucht habe, indem ich hier immer Werbung geguckt habe, bis ich die entsprechende Quest bekommen habe. Und zwar erledige 15 Gegner mit dem Messer oder der Pistole. Und ich habe mir überlegt, ich werde das Ganze heute versuchen, ausschließlich mit dem Messer zu machen, bis ich eben die 15 Kills voll habe. Und dazu werde ich wahrscheinlich mehrere Runden benötigen. Ich glaube kaum, dass ich in einer Runde 15 Kills mit dem Messer hinbekomme. Das wäre ein absoluter Rekord für mich. Das kann ich mir eigentlich abschminken und von daher werde ich mehrere Runden spielen. Und ich weiß jetzt auch wirklich nicht, wie viele Runden ich dafür benötigen werde, deswegen habe ich mir überlegt, werde ich dieses Gameplay schneiden, was ich sonst eigentlich fast nie tue in Guns of Boom, zumindest nicht während einer Runde. Und ja, es würde mich mal sehr interessieren, wie euch dieser Style gefällt von Gameplay. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare unten rein, nachdem ihr das Video gesehen habt, also die Gameplays, insgesamt die Runden. Wie es euch gefällt, wenn ich solche Videos schneide. Und damit ich hier möglichst gut performen kann und 15 Gegner tatsächlich auch mit dem Messer erledigen kann, werde ich noch, bevor ich anfange zu zocken, folgende Änderung vornehmen. Ich werde auf jeden Fall die Sprinter-Sniper mitnehmen, damit ich schneller laufen kann. Die werde ich jetzt hier einmal anlegen. Und dann nehme ich auf jeden Fall hier meinen Aug-Helm mit. Der ist zwar nullfach verbessert, aber das ist nicht so schlimm. Kopfschussschaden ist mir relativ egal, wenn ich Gegner messer. Mir ist es dann wichtiger, dass ich eben ab und zu für ein paar Sekunden, in dem Falle für 3 Sekunden, durch die Wände schauen kann, um zu sehen, wo die Gegner sind, was natürlich ein enormer Vorteil sein kann, wenn ich mit dem Messer komme. Und für die Beine nehme ich in diesem Falle eigentlich wie immer, seitdem ich diese Hose habe, die Gepardhose mit auf Maximalstufe, damit ich wie mit der Panther-Beinrüstung schneller laufen kann, 20% schneller laufen kann und schneller nachladen kann, ist in dem Falle jetzt aber egal, da ich ja versuche mit dem Messer zu spielen. Ich werde aber mit meiner Stachelschwein-Shotgun, die ich noch eingepackt habe, die Gegner anschießen, damit ich denen ein bisschen Leben abziehe, um sie dann eben final mit dem Messer umzubringen. Denn ich kann euch das hier jetzt auch nochmal zeigen. Ich habe nämlich auch hier nur das Messer Sudoku dreifach verbessert, denn weitere Verbesserungen würden jetzt hier Gold kosten. Und ich hoffe, das reicht aus. Wir werden es jetzt auf jeden Fall sehen. Und zu guter Letzt schalte ich jetzt hier auf jeden Fall das Autofeuer noch aus, weil ich will jetzt nicht die Gegner aus Versehen andauernd mit der Shotgun oder mit der Sprinter anschießen, sondern werde das Ganze manuell machen. Dazu werde ich jetzt hier tatsächlich mit 4 Fingern ganz auf Boom spielen. Ich habe nämlich im Vorwege so ein bisschen in der privaten Runde mit der Steuerung rumexperimentiert und so bin ich einfach am besten klargekommen, wenn ich Gegner anschießen und danach messern möchte. Alles manuell, ohne automatisches Schießen oder so. Autozielen habe ich natürlich weiterhin an und jetzt würde ich sagen, endgültig, let's go, starten wir in die erste Runde. So, dann drückt mir mal die Daumen, dass das hier jetzt eine einigermaßen gute Runde wird. Hier könnt ihr links oben sehen, habe ich das Schießen auf manuell gesetzt, dass ich da drauf tippen kann mit meinem linken Zeigefinger und sobald ich vor einem Gegner stehe und ihn messern könnte, wird rechts oben das Messern-Symbol auftauchen. Na, seht ihr hier? Da kann ich jetzt sehen, wo sie sind und wo sie langlaufen. Ich versuch's einfach mal. Okay, erster Versuch komplett fehlgeschlagen. Na, komm, Baby. Komm, Baby. Komm, komm. Yeah! Alles klar, den ersten haben wir schon mal. Komm, komm, komm. Nein, nein, scheiße. Ah, das war ganz knapp. So, ich laufe jetzt nochmal links rum. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, da ist einer. Komm her, Baby. Nein. Warten wir nochmal ein bisschen ab, bis sie hier näher kommen. Ja, da hinten ist einer. Mal gucken. Nein, nein. 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 Oh, Alter, ich komme aber auch nicht so richtig klar mit 4 Fingern hier in Guns of Boom. Das muss ich auch ehrlich sagen, ne? Das ist echt eine Sache, die habe ich vorher auch noch nie gemacht. Ich habe höchstens mit 3 Fingern ja mal probiert zu spielen. Aber nicht mit 4 und ohne Autofeuer. Yes! Den haben wir. Komm her, komm her, komm her. Wo ist er? Ah, schade. Aber gut, haben wir wenigstens noch mal einen bekommen. Aktueller Stand. 2 Kills, 4 Kill-Assist. Lol. Ups, das wollte ich nicht. Scheiße, das meine ich mit 4 Fingern. Komme ich hier noch nicht so ganz klar. Ah, da hinten ist einer, okay. Da ist ein Sniper. Da ist nicht nur einer. Oh shit, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn nur anschießen. Nein! Nochmal gucken, wo sind sie? Oha, die campen da alle rum hinten. Scheiße.
Ich laufe einfach durch. Na komm. Yes, den haben wir. Ah, schade, der wurde mir weggenommen. Und den... Nein. Ah, nice. Sehr geil. Da habe ich jetzt wenigstens mal ein paar messern können. Sehr gut. Aber jetzt campen sie da bestimmt alle hinten oben, ne? Mal gucken. Ah, die Runde ist vorbei. Schade. Verschenkter Raketenwerfer, wollte ich schon sagen. Ist ein Granatwerfer. Total verwirrend hier gemacht. Aber gut, ein paar Messerkills konnte ich ja schon mal in der ersten Runde machen. Schmeißen wir uns direkt in die nächste und ich versuche nochmal mein Glück. Okay, sind wir jetzt hier bei Farm bei Nacht? Sind wir jetzt hier bei Farm bei Nacht? Das klingt auch egal. Und hier versuche ich jetzt nochmal mein Glück. Aber das geht schon mal nicht so gut los. Gucken wir mal. Ja, das sieht besser aus. Zack. Zack. Nein, einmal hätte ich noch mehr messern müssen. Verdammt. Aber vielleicht sollte ich mal von meinen Granatwerfer wechseln auf Blendgranaten oder so. Ich glaube, das könnte sogar schlauer sein. Yeah. Schade, ich hätte jetzt den zweiten auch noch gemessert bekommen, wenn er mich nicht gesnipert hätte hier aus dem Hintergrund mit der Barracuda. Wie ein warmer Bruder. Nochmal spicken hier, nochmal ein bisschen luschern. Ja, du denkst hier, du bist heftig mit deinem Teil oder was? Komm, 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 ich will messern, verdammt! Nein, ich brauche meine Shotgun! Nein! Ah. So, dann jetzt nochmal mit den Blendgranaten. Mal gucken, ob es was hilft, aber wenn ich mich selbst blende, ist natürlich richtig für den Arsch. Ah, shit, shit. Ah, das wäre doch meiner gewesen, verdammt. Oh Mann, das wäre auch meiner gewesen. Scheiße. Der war zu weit weg. Okay, eine nicht so wirklich erfolgreiche Runde. Einen einzigen Kill konnte ich machen mit Messer und 7 Kills Assist. Kills Assist, ja, ist richtig. Und ja, nächste Runde. Okay, nächste Runde direkt auf der normalen Farm. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier geht die Party ab. Boah, das war ganz böse. Lass mich in Ruhe, Mann. Verbrenne. Nein, scheiße, tut er nicht. Denn er hat Schnitter. Alter, was laggt denn das so? Hä? Ich check's nicht. Ich kapier's nicht. Es ist eine irgendwie eine sehr merkwürdige Runde alles hier gerade. Alter, was lägen die denn so? Was ist da los, Mann? Komm, Messer an. Yeah, immerhin. Aber was für ein verlegter, komischer Server hier. Verdammt, ich wollte ihn messern. Dieser verkackte, verlegte, verbuggte Server, Mann. Was ist denn hier los? Komm, komm, messern! Ja! Immerhin noch ein. Und gemessert! Ja, nice! Nicht nice! Und verloren, wie soll's auch anders sein. Aber ich konnte wenigstens noch ein paar Kills mit dem Messer machen. Kurzer Zwischenstand, checken wir hier nochmal. 8 von 15 Messerkills, dann... Ja, gehen wir in die nächste Runde direkt rein. Mal gucken, da kommen sie doch schon. Oha, oh ja, aber wie sie kommen. Komm, 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 messern. Ja, immerhin. Sehr, sehr gut. Gleich den ersten Messerkill geschafft. Mit Ach und Krach. Komm her. Nein, verdammt, das war richtig knapp. Das wollte ich nicht. Sorry, Bro. Oh, Mann. Mann, was ist denn das, Digga? Ich will doch nur ein paar Messerkills. Komm. Yeah. Abgeschlachtet. Und ey, warum werde ich hier andauernd mit der Barracuda abgeknallt, nachdem ich Leute messer? Ey, ich check's nicht. Boah, jetzt hat er mich gemessert.
Mit dem Königsmörder, ja, damit wäre ich wahrscheinlich hier auch besser unterwegs. Und natürlich mal wieder verloren. Jetzt gucken wir mal, Statistik. Alter, peinliche Nummer. Ich bin trotzdem Zweiter geworden, obwohl ich hier so schlecht ohne Auto schießen, nur mit Messer und Stachelschweinen und so weiter kämpfe. Holy shit. Na gut, dann nochmal kurz Zwischenstand erneut checken, da ich nicht rechnen kann, während ich spiele. 10 von 15. Okay, vielleicht schaffen wir es ja in ein, zwei Runden noch, das Ganze zu vervollständigen. Und hier sind wir wieder einmal auf der Farm gelandet. Ich setze gleich mal den Aukhelm ein und guck, wo die Schweine langlaufen. Hier rechts scheinbar. Mal gucken. Zack, komm, komm, komm. Nein, schade, das war nur ein Kill Assist. Und das war nix. Ja, da hinten steht er mit dem Annihilator. Ich hab's genau gehört. Komm, komm. Yep, gemessert. Nein! Oh, was? Das war jetzt mit dem Feuerschaden von der Stachelschwein. Schade. Ich wollte mich gerade sagen, das wäre das erste Mal jetzt hier gewesen in diesem Gameplay, dass ich zwei Leute hintereinander messer. Irgendwie kriege ich das hier auch nie hin. Komm, komm! Nein! Ah. Nein! Das wäre ein bester Kill gewesen. Aber den habe ich noch. Nice. Ups, das war nicht der Plan. Ich wollte ihn eigentlich nur blenden. Oh, das ist auch kein guter Plan hier. Ich will dich messern. Ich will dich messern. Nein. Na, wo sind sie jetzt? Da. Da ist doch einer. Nein, das wollte ich nicht. Sorry, Bro. Ich wollte dich messern, nicht abknallen. Einfach mal Kamikaze-Attacke. Na, komm, 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 wo bist du? Meins, 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 meins. Nein! Na, kommen sie jetzt hier raus? Ja. Komm her, Messer, nein! Oh Mann, Alter, dieses Messer Sudoku, es ist aber auch echt nicht das Stärkste, ne? Auf der Stufe, wie ich es verbessert habe. Was? Der hat durch die Wand geschossen, Alter. Hä? Komm. Zack. Gemessert. Das war doch mal ein Deluxe-Messerkill. Na komm, gleich haben wir verloren und wir haben verloren. Okay, wie soll es auch anders sein? Aber Alter, wie peinlich ist das denn bitte? Jetzt bin ich auch noch Erster geworden aus meinem Team. Was habe ich denn hier für Noob-Kollegen? Holy shit. Nächster Zwischenstand. Wie steht es jetzt aktuell? Und zwar, zack, 13 von 15. Okay, dann würde ich jetzt mal vermuten, wenn nicht alles komplett schief läuft, wird die nächste Runde die finale Runde sein, in der ich es schaffe, diese Quest zu vervollständigen. So, da sind wir jetzt hier auf der Map, wo dieses Video quasi auch begonnen hat. Und ich verkacke erstmal. Brutal schön reingeschissen. Das hätte was werden können, aber naja, Pech gehabt. Und ja, was für ein geiler Zufall auf jeden Fall. Jetzt spielen wir hier auf der gleichen Map. Am Ende vermutlich, wenn ich hier noch zwei Messerkills schaffe und mich total reinscheiße. Alter. Komm, komm. Gemessert. Nice. Nicht nice. Geil, die sind synchron gestorben. So, vom Sound her. Komm zu Papa. Nein, woher sollte ich denn wissen, dass der so wenig Leben hat? Ich wollte ihn doch nur anschießen. Na, komm her. Oh, da kam schon wieder einer mit Odin dazwischen gegrätscht. Na, kommt er? Ja, da kommt einer. Komm, komm, messern! Ja, ich habe ihn auch abgeschlachtet. Sehr gut. Ups, das war auch keine wirkliche Absicht. Komm, komm. Ja, Mann, spätestens jetzt habe ich auf jeden Fall die Quest abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Very nice. Ich muss auch sagen, ich finde, das ist einer der schwierigsten und nervigsten Goldquests, die es überhaupt gibt.
Ich weiß nicht, wie es euch damit so geht, aber ich mache die sonst eigentlich nie. Ich glaube, ich habe die nur ein, zwei Mal gemacht, als es ein Handgemenge gab, wo man nur mit Pistolen gespielt hat. Da habe ich die tatsächlich hauptsächlich gemacht, weil ich da ja sowieso mit Pistolen spiele. Und da hat sich das einfach angeboten. Aber sonst mache ich die eigentlich nie freiwillig. Komm! Alter, was für ein totaler Fail. Shit. Aber egal, die Runde ist vorbei. Mal gucken, wie es ausgegangen. Peinliche Nummer, ich bin schon wieder Zweiter. Aber egal, jetzt gehen wir hier nochmal ins Hauptmenü. Und einmal, das habe ich schon lange erledigt jetzt. 100.000 Punkte Schaden, ist eine super easy Quest, nebenbei mal gesagt. Töte 80 Gegner, ist eigentlich auch nicht so schwer, dauert halt nur ein paar Ründchen. Und hier haben wir jetzt erledige 15 Gegner mit dem Messer, wie in meinem Fall, oder der Pistole. Das nehmen wir einmal, zack, das schmeckt. Die Goldquest, die ich jetzt hier gemacht habe mit dem Messer oder Pistole, Leute umzubringen, bringt, glaube ich, auch meines Wissens ein bisschen mehr Gold, als wenn man zum Beispiel sagt, töte 8 oder 12 Gegner in einer Runde, je nachdem, welche Quest man da bekommt. Hängt ja vom Level ab, das man hat. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Art von Video gefallen hat. Ist jetzt ein bisschen anders gemacht gewesen, eben wie meine sonstigen Guns of Boom Gameplays. Und wie ich ja schon mal am Anfang des Videos erwähnt habe, würde ich mich diesbezüglich sehr über euer Feedback freuen, wie euch dieser Style von Guns of Boom Video gefällt. Und ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hierhin, hoffentlich bis ganz bald, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.